Carla, das ist die letzte, die im Vorratsschrank war. Du musst wieder was einkaufen. Aber die haben mich komplett über den Tisch gezogen. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Lidl Food Haul. Ich war gerade bei Lidl einkaufen für 130 Euro ungefähr. Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe es mit der Lidl-App gemacht. Ich habe auch ein bisschen wieder gespart. Ich glaube, 3 Euro konnte ich mit der Lidl-App rausholen. Immerhin. Ich würde sagen, 3 Euro haben oder nicht haben. Und wir fangen gleich an. Ich habe hier 3 Tüten voll mit Essen und allem möglichen Zeug vor mir stehen. Ich habe es nicht geordnet. Ich habe es nicht in kalt und nicht kalt eingeteilt. Oh nein, schaut euch mal das Eis an. Das ist komplett geschmolzen. Und wir legen los mit einem Grünkohl. Grünkohl, Wirsing, es ist wieder Herbst. Es ist Herbstzeit, obwohl es sich gar nicht so anfühlt. Hier ist es wieder. Ach, ich schwitze deswegen. Ich schwitze, ihr glaubt es kaum. Es ist der 20. Oktober und es sind draußen 30 Grad. Die Hitzewelle, ich weiß nicht, woher sie kommt, ich glaube aus Marokko, ist eingebrochen und wir haben es wieder so warm. Ich schwitze. Wirsing auf jeden Fall für den Herbst. Ich dachte mir hin oder her, ob es warm ist oder nicht. Ich liebe Suppen, Grünkohl, alles mögliche, Kürbisse, alles was in den Herbst passt. Und deswegen kommt der auf jeden Fall mit. Dann habe ich hier, damit es mal ein bisschen leerer wird, Moment, 5-mal sowas wie Prosecco. Es ist kein Prosecco, es ist Wein mit Bubbles. Demi-Sec, produit en France, vin mousseux. Also, ja, Wein mit ein paar Kohlensäure-Bubbles drin. Denn ich habe davon gleich mal 5 Stück mitgenommen, weil ich nämlich bald eine kleine Party habe. Sensi Party. So, dann. So. Heute Abend wollen wir Burger machen. Es ist super selten, dass wir mal Burger machen, aber ich habe schon das Fleisch eingekauft, jetzt brauche ich noch Tomaten, Käse, das Brot habe ich schon letzte Woche eingekauft und jetzt habe ich hier so schöne bunte Tomätchen geholt, damit der Burger auch ein bisschen nach was aussieht und nicht so ganz so langweilig ist. Natürlich Kaffeekapseln Lungo, die grünen, eine Spülbürste, das ist irgendwie schon gefühlt, weiß ich nicht, Jahre her, dass ich eine Spülbürste gekauft habe, benutze ich super selten irgendwie zum Spülen. Mehl, wir sind wieder, auch wenn es draußen warm ist, es ist Herbst, wir sind wieder viel am, nicht viel, aber ab und zu mal am Backen. Sonntag, wenn war das? Sonntag, haben wir einen Joghurtkuchen gemacht mit Kirschen und Schoki drin, das war super lecker. Und da ist uns das Mehl ausgegangen, deswegen 1 Kilo Farine de Blé. Dann für Steph morgens am Wochenende isst der immer gerne diese hier. Prinz, wie heißen die? Prinzenrolle. Prinzenrolle auf Deutsch. Die isst der gerne, die tunkt er so gerne in Milch. Naja, ich sag's euch, das macht er. Und ganz random eine Packung Müllbeutel, 50 Liter. Letztes Mal haben die unseren Müll nicht mitgenommen. In Frankreich ist es nämlich so, die Mülltrennung so, dass man den, alles was Plastik und Papier ist, kommt in den gelben Sack, in den blauen Sack in diesem Fall, für die gelbe Tonne und man muss den Sack ausleeren, dass das halt leer quasi in der Tonne drin ist und den Sack kann man dann oben leer drauflegen, der wird dann nochmal extra recycelt. Wenn man die recycelten Sachen im Sack, den Sack zuknotet und in die Sonne haut, in die Tonne haut, so rum, dann wird der nicht mitgenommen, weil die das an dem Fließband, wo das nachher geordnet wird, nicht einsehen können und irgendwie aus Gefahr dürfen die den Sack dann nicht aufmachen und dann wird der komplett in die Verbrennungsanlage sortiert und deswegen hatten wir dann eine kleine Ermahnung quasi an unserer Mülltonne, dass wir den Sack nicht ausgeleert haben und, deswegen die Mülltonne nicht ausleeren. So geht das hier, so geht das hier in Frankreich zu. Davon hatte ich eigentlich 2 geholt, denn ich mag das immer. Moment, wo ist es? Seht ihr das Glas? Da. Jetzt sind da gerade noch Kekse drin. Ich mag es immer, wenn da irgendwie so was Buntes drin ist. Die kommen dann da rein mit dem, ach hier ist es, mit dem zweiten Pack. Und das sind die günstigen Nachmache M&Ms, aber ehrlich gesagt finde ich die leckerer. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie finde ich da die Schoki besser und keine Ahnung. Allgemein finde ich die besser und dann sind die vom Preis auch noch günstiger. Win-win. Ein paar Bonbons, bald ist ja wieder Halloween und ich sag's euch, im Lidl war jetzt schon wieder ganz, ganz viel für Halloween, aber auch schon für Weihnachten. Und ja, also man merkt, es geht wieder los, die ganze Feierei und die ganze Schlickerei und die ganze Nascherei. Also ein paar Bonbons, ich mag die auch super gerne, die roten mag ich super gerne davon. Bonbon tendre, Saveur framboise, fraise, cerise, orange et citron. Mmh.
lecker, 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 lecker. Ein paar Snickers, 5 Stück. Sonst sehe ich ja mal zu, dass ich die beim Action bekomme, aber da war ich jetzt in letzter Zeit nicht so häufig und deswegen habe ich jetzt für Steph 5 Snickers mitgenommen. Smarties. Ihr habt es auch schon gesehen, wie ich es in den Wagen gepackt habe. Smarties, da gab es schon so eine kleine Sneak Peek. Und ich liebe ja diese ganzen Prödel-Sachen, die es dann immer bei Lidl gibt. Die nennen das Surprise, Surprise-Ecke. Und da war ich schon wieder kurz davor, was mitzunehmen. Hab's aber gelassen, weil wir auch sparen müssen. Ich sag euch, der Einkauf, den ich jetzt so getätigt habe, den habe ich früher für unter 100 Euro bekommen. Jetzt habe ich ja, wie gesagt, 130, glaube ich, bezahlt. Also es wird, man merkt, dass es teurer wird. Die Krise lässt grüßen. 3 Kiwis. Das ist ganz komisch. Manchmal habe ich so Heißhunger auf Kiwis und manchmal kannst du mich damit jagen. Und bei Tinys genau das Gleiche. Gâteau, die aus der Bio-Abteilung. Genau, ganz am Anfang immer gehe ich direkt links. Da ist bei uns hier in Frankreich das Bio-Regal. Und dann nehme ich halt immer so ein paar Snacks mit. Ich finde die super lecker. Die sind einfach, ja, da kannst du nichts gegen sagen. Die sind schön knackig, da ist schön viel Schokolade drin. Also die sind lecker. Die, da bin ich ja sowieso Fan von, mit der dunklen Schokolade, diese Reiswaffeln. Habe ich direkt auch mal 2 mitgenommen. Aha, für heute Abend. Moment. Das ist irgendwie wirklich ein bisschen durcheinander. Ich bleib mal hier, so gut es geht, bei den Süßigkeiten. Schoko Crush, die sind so lecker. Die sind so lecker. Tiny mag die nicht, aber ich mag die super gerne. Oh, die sind gut. Die sind gut. Dann einmal Frischhaltefolie. Das ist die 50 Meter. Es ist super selten, dass ich Frischhaltefolie kaufe, aber diesmal muss das wieder sein. Eigentlich habe ich immer die mit dem, ich zeig's euch, so einen Wachsfilm hat. Jetzt kleben auch die Hände schon wieder so. Aber die ist mir zu klein und manchmal brauche ich eben halt Frischhaltefolie. So wie jetzt auch für den Kuchen, ne? Dann ein, wie nennen die das nochmal? Chausson aux Pommes. Dieser Blätterteig mit Apfelstückchen drin. Stehe ich voll drauf. Tiny trinkt morgens immer Kakao und mittlerweile, also ich weiß nicht, was los ist, aber mittlerweile mag sie meinen Kakao nicht mehr. Sie mag meine Kakaomischung nicht mehr. Ich habe hier seit Jahren, mache ich morgens ein Fläschchen Kakao oder ein Glas, mittlerweile ein Glas Kakao. Und von einem auf den anderen Tag mag sie den Kakao nicht mehr, den ich mache. Ich mache den immer mit Mandelmilch, ganz normal Nesquik Kakaopulver rein, mache das ein bisschen warm, packe da noch Wasser rein und das mag sie nicht mehr. Sie sagt, ich mache das nicht mehr wie vorher. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Und jetzt habe ich nach Alternativen gesucht und habe eine gefunden, nämlich Le Chocolaté, also Schokoladenmilch, schon fertig angerührt vom Lidl. Die mag sie. Wenn sie die mag, wann soll sie die kriegen? Oha, oha. 3-mal Soup Yum Yum. Das sind die Yum Yum Suppen. Das sind diese Asia Suppen von Vitasia. Einmal mit Beef Flavor, einmal mit Chicken Flavor und einmal mit Vegetables. Wir lieben die. Ich war jetzt total ungesund, aber wir lieben die. Dann habe ich hier rote Beete mit eingepackt. Das ist die hier. Die hier. Weil, ganz ehrlich, wisst ihr warum? Also ich liebe rote Beete, ja. Aber ich habe die eingepackt, weil da ganz viel Eisen drin ist. Und Steph, der hat Eisenmangel. Der war letztens oder wollte Blut spenden. Und den haben sie nicht genommen, weil er Eisenmangel hat. Und jetzt achtet er darauf, ganz viele Lebensmittel zu sich zu nehmen, wo Eisen drin ist. Und deswegen habe ich ihm extra nochmal rote Beete-Salat geholt. Dann für heute Abend für die Burger. 2 mal 2 Viande hachée, also diese Burger-Patties aus dem Kühlschrank da, im Kühlfach. Und was haben wir noch Kühles hier? Gnocchis. Teile meine lieben Gnocchis. Gnocchis, da kann kommen, was will. Das waren mal, früher waren das Raviolis, die sind es jetzt nicht mehr so. Jetzt momentan sind es Gnocchis. Dann haben wir Colomier, habe ich 2-mal mitgenommen, weil der 2. für 40% da war mit der Lidl-App. Ich sage ja, ich habe ein bisschen gespart. Boah, und letztes Mal einkaufen war und zum Glück hat Steph den Einkaufszettel durchgeschaut. Das macht er nie, das hat er noch nie gemacht und das war ein Zufall. Und durch Glück haben wir gemerkt, dass sie mich komplett, nicht extra, aber die haben mich komplett über den Tisch gezogen. Ich hatte 2 von diesen Colomiers auch geholt
und meinte so, boah, ist das alles voll teuer geworden. War schon so richtig am Meckern, als ich hier wieder ankam. Und ja, wie gesagt, so durch Zufall hat dann Steph den Einkaufszettel genommen, hat mal so drüber geschaut und meinte so, ja, die haben dich auch richtig über den Tisch gezogen, Carla. Ich so, ja klar, was ist denn, wieso? Er so, ja, die haben hier 15 von diesen Käse-Kolumniers abgerechnet anstatt ein. Und dann konnte ich dann auch mal hinfahren. Mein 15 Käse, ich habe es nicht verstanden. Vor allem war auch ein Typ, der hat auch der ganze Caddy wurde doppelt abgerechnet. An dem Tag hatten sie irgendwie einen Wurm drin. Und deswegen gucke ich jetzt immer auf den Zettel, ob da nicht irgendwas doppelt, dreifach oder 15-fach abgerechnet wurde bei mir. Ich will nicht wissen, wie oft mir das schon passiert ist. Seitdem kontrolliere ich jetzt immer. Die sind super gut, die müsst ihr mal probieren. Das sind die Nuggets de Conan d'Alaska. Die sind wirklich so, so, so lecker. Das sind richtige ganze Fischstückchen. Also das sieht man, dass das ganzer Fisch ist und kein Püree oder sowas. Die sind richtig, richtig, richtig lecker. Einfach im Ofen ein bisschen heiß machen und kann man nichts gegen sagen. Noch was hier, Halloween Nuggets, auch für den Ofen. Ich dachte mir jetzt gerade, zu Halloween passt es super. Übrigens ist Tiny gerade mit ihren Cousins bei der Oma. Die feiern schon so ein bisschen Halloween, die sind schon verkleidet, haben sich schon geschminkt. Der Garten wird geschmückt. In Frankreich ist nämlich Halloween großes Thema. Ich würde sagen, größer als Weihnachten, habe ich das Gefühl. Also ja, irgendwie sehr, sehr Halloween-lastig hier. Dann 4 kleine Gespenster, das ist Eis. Und zwar ist es Vanille und Karamell mit salziger Butter. Wir lieben Karamell mit salziger Butter. Aber jetzt zu Halloween dachte ich mir, kleine Eisphantome. Genau. Dann noch 2x Ballisto. Das gebe ich immer Tiny mit unter zum Nachmittagssnack in der Schule. Denn jetzt mittlerweile bleibt sie bis 5 Uhr in der Schule. Vorher war es ja mal bis 16.30 Uhr. Und hier in Frankreich kann man die Kinder ja, jetzt aufpassen, von 6:30 morgens bis 19 Uhr abends in die Schule geben mit Vorherbetreuung und Nachmittagsbetreuung. Und Tiny hat das gesehen, dass ihre Freunde immer dann in der Schule bleiben dürfen und da spielen dürfen zusammen. Und jetzt will sie das auch. Und jetzt haben wir sie angemeldet, dass sie dann da ein bisschen länger, eine halbe Stunde länger bleiben darf. Und darf dann da in der Schule essen. Eigentlich dürfen sie nichts in der Schule essen, nur die Kinder, die dann in der Nachmittagsbetreuung sind, die dürfen dann nachmittags was snacken. Und dann kriegt sie mal von mir ein paar Sachen mit, unter anderem eben halt Ballisto. Ja, super, super witzig, dass sie da bleiben will. Senf von Amora. Ist auf jeden Fall Senf wieder da. Achso, genau. Und zu Amora Senf gibt es natürlich auch 3x Mayo. Ihr wisst, Steph, der kann nicht ohne Mayo. Und ich brauche immer 3 von diesen Packungen. 2 als Nachschub. Heute war er schon wieder ganz nervös. Er hat sich was drauf gemacht und meinte so, Carla, das ist die letzte, die im Vorratsschrank war. Du musst wieder was einkaufen. Here we go. Dann ein Melange pour Salat, also so ein Salatmix. Finde ich immer super lecker. Gibt dem Ganzen immer so ein bisschen Pep. Und Müllbeutel fürs Badezimmer. Diese mit dem 10 Liter. Ich mag es übrigens nicht, dass die nach Rose riechen. Seitdem habe ich was gegen Rose, weil ich diesen Rosenduft mittlerweile mit ekligen Badezimmermülleimer verbinde und es nicht gut ist. Und ich finde die nicht mehr ohne Duft. Raviolis, immer eine im Petto, wenn es mal schnell gehen muss. Das sind die, von was sind die? Tocque du Chef. Tocque du Chef. Die sind lecker, die mag Tiny sehr gerne, ich auch. 2x Haricot Rouge, da ist auch ganz viel Eisen drin, brauchen wir. Kirschen, weil ich letzten Jahr im Joghurtkuchen verbraten habe und ich liebe diese Kirschen, ich liebe auch diesen Kirschsaft. Ich könnte das ganze Glas davon auftrinken, mache ich natürlich nicht, weil das halt purer Zucker ist, ne? Aber es schmeckt so lecker. Dann ja, für heute Abend noch ein bisschen Burgerkäse. Ich bin gut vorbereitet heute Abend für die Burger. Habe ich Zwiebeln? Doch, Zwiebeln habe ich auch. Und Basilik Tomatensoße. Ich finde, das ist die leckerste, die es gibt für Tomaten, für Spaghetti. Es ist die beste, die es gibt und die war auch im Angebot. Habe ich direkt zu. Schaut mal, das war in der Surprise-Ecke, in der Surprise-Ecke. Ein kleines LED-Lichtchen und da gab es mehrere. Da gab es diese Rakete, einen Teddybären und einen Regenbogen. Und ich habe mich für die Rakete entschieden, weil sie momentan total auf alles, was mit
Universum, Planeten, Sterne, das, ja, das Sonnensystem allgemein interessiert sie gerade sehr. Und deswegen habe ich hier diese kleine Rakete geholt. Es ist nämlich, der sanfte Schein erhält jedes Kinderzimmer. Niedliches, kindgerechtes Design, ideal als Einschlafhilfe, 6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus. 5 energiesparende, langlebige LEDs. Okay, letzte Tüte, let's go. Flambi, also so ein ganz normaler Flan, es ist kein Flambi, es ist die Nachmache davon, aber schmeckt genauso gut und Tani liebt es, Flambi. Bananchen für mich, ich esse momentan morgens immer sehr gerne eine Banane mit Kaffee zusammen. Es ist das Einzige, was ich irgendwie morgens runterkriege. Ich esse morgens nämlich nicht gerne und da ich aber morgens essen sollte, damit ich nachher nicht so viel Heißhunger habe, ist es momentan Banane. Ein paar Eier aus Freilandhaltung. Wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12 Eier. Eine Gurke. Und ich finde, Gurken sind teuer geworden. 1 Euro eine Gurke. Ich erinnere mich noch in Berlin, als ich in Berlin gewohnt habe. Da gab es mal Vogelgrippe-Virus-Alarm. Und dann haben die ganzen Gemüsesorten oder Sachen wurden ja komplett weggeschmissen. Und dann waren die Gurken so teuer. Und da haben die damals 59 Cent gekostet. Und haben alle gemeckert, wie teuer Gurken sind. Jetzt kostet die 99 Cent. Also zweimal Mandelmilch, auch in dem Regal vorne links, wenn man reinkommt direkt. Übrigens ist es mit nicht gerösteten Mandeln. In Deutschland finde ich diese Mandelmilch übrigens nicht bei Lidl. Die haben da immer nur mit gerösteten Mandeln. Da muss ich immer zum DM fahren. Hier in Frankreich gibt es die in dem Bio-Regal. 2 Kilo Mohrrüben, Möhrchen, Karotten waren auch im Angebot. Und finde ich super zum Zwischendurch-Snacken und für den Wirsing mit ein bisschen Kartoffeln. Wirsing, dies hier. Ich habe noch so 2 Räucherwürstchen von meiner letzten Suppe im Kühlschrank. Die muss ich auch mal langsam verarbeiten. Auch aus dem Bioregal vorne links. 2 mal diese Haricot Vert. Ich liebe sie. Die sind super lecker, die hier. Da sind keine Fasern bei. Die sind schön weich, schön, aber auch gleichzeitig knackig. Die zerlaufen nicht so. Die sind gut. Dann 2 mal Chips-Tüten, auch für die Sensi Party. Und ich bin gespannt, ob diese diesmal besser sind, weil ich habe letzte Woche schon 2 davon geholt. Und wir haben beide Tüten aufgemacht und die waren super eklig, die waren ganz matschig. Das ist irgendwie war da ein Produktionsfehler, glaube ich. Das war so, als wenn die Tüten tagelang aufgewesen wären, aber die waren halt noch zu. Da war noch komplett Luft drin und so und da waren die Chips schon von vornherein schlecht abgefüllt worden. Deswegen bin ich gespannt, ob diese jetzt besser sind. Dann auch im Angebot, deswegen habe ich sie auch mitgenommen, 1 Kilo Birnen. Ist das 1 Kilo? Ja, ist 1 Kilo Birnen. Birnen essen wir super selten. Letztens hatte Tiny in der Klasse ein Frühstück und da lernen die gerade, was ein ausgewogenes Frühstück ist. Und dann durften wir Eltern da mitkommen, um so ein bisschen zu helfen, die Teller zu befüllen und sowas mit einem Milchprodukt, einer Frucht oder einem Gemüseteil und einem Milchprodukt. Habe ich Milchprodukt schon gesagt? Ja, Milch, Gemüse, Frucht und Cerealien. Also ne, irgendwie irgendwas an Brot oder Brioche oder sowas, dass jeder dann so ein Teil auf dem Teller hat. Und da haben die dann auch vorher, schon den Tag vorher in der Klasse, Kompott gemacht mit Äpfeln und Birnen. Und da hatte Tiny mir auf einmal gesagt, boah Mama, ich mag voll Birnen. Und ich war so, was? Wenn ich die hier zu Hause habe, magst du die nie? Doch, 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 Birnen sind so lecker. Und jetzt habe ich die nochmal gekauft. Aber ich kann euch, glaube ich, jetzt schon sagen, dass sie die hier zu Hause wieder nicht essen wird. Das ist doch immer so. So, noch 2 Sachen. Und das sind zweimal die gleichen Sachen. Das sind nämlich Kartoffeln. Einmal diese hier. Und dann nochmal diese hier, die waren im Angebot. La Grenaille. Und das sind extra welche, wo die Schale dranbleiben kann. Steht da sogar drauf. Mit Schale verzieren. Und dann haben die halt so eine Kochempfehlung, wie man das machen könnte. Einfach in der Pfanne so ein bisschen anbraten. Habe ich irgendwie mega Bock drauf. Und weil sie im Angebot waren, habe ich sie auch mitgenommen. Das war's. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, dass wir uns wieder sehen konnten, dass ich euch wieder ein bisschen mitgenommen habe zu Lidl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt mir gern den Daumen nach oben. Abonniert kostenlos, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis bald. Macht's gut.